Ach, mein Ding. Renounce Darkness. Genau. Die blöde Million. Irgendwie ist Emerald Hive Queen immer saugut, wenn der Gegner die hat. Ich verstehe es nicht. Mich blockiert die immer nur. Aber ich probier's jetzt nochmal. It's fun. So fun. Irgendeine Heilung werden wir ja wohl hinkriegen, oder? Recruit an 8-Cost-Minion. Oh Gott. Wie schlecht. Der Librarian ist so stark. Ein Elementar. Plated Beetle ist gut. Karakazam ist gut. Feeding Time ist gut. Da ist immer nicht bei dem Tarlurker. Ist der Tarlurker gut? Also wenn ich gegen ihn spielen muss, nervt er krass. Irgendwie ist meine Mana-Kurve gar keine Kurve. Nein, oh Gott. Turn off Golden Arena Cards. Wo kommen wir denn da hin? Denn es ist hier wieder wie 2015 oder was? Ja, ich weiß auch nicht, Tobe, das ist so stark, die Heilung da noch zu bekommen. Da bin ich mir auch immer unschlüssig. Manchmal ist es halt nicht so gut, seine halbe Hand zu discarden. Aber vielleicht war es auch Quatsch. Nee, ist nicht komplett Split for Day. Danke für ein Autohost, Diversus.
Nee. Kapette habe ich, glaube ich, gar nicht drin. Das kann ich mir mal aufschreiben. Nee, das ist Mario Party. What? Okay, der Song geht einfach mal ewig, deswegen spule ich mal ein bisschen vor. So ein Quatsch. Du willst also nicht gewinnen. Haha, 400, so. Kaipu ist ja nun nicht ohne Grund die Kekskönigin. Ja, mal gerade gucken wegen Bestenliste. Ja, knapp 3000 Punkte vor knapp 2. William Platz 3. Probe immerhin auf der 6. Ja, Marinecraft überholst du früher oder später noch. Der Unterschied ist aber auch echt groß. Du bist fast 4000 Punkte hinter Marinecraft. Andor zum Mortal Coil. Ich bin jetzt noch so drauf von dem anderen Spiel, dass ich irgendwie die ganze Zeit Face gehen will. Naja, auch Stundenanzeige ist noch ein echt großer Unterschied. Ich weiß nicht mehr, wer gefragt hatte. War das nicht Zantrax? Ja, du hast echt wenig Stunden, Kaipu, dafür, dass du so unfassbar viel Keks hast.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand's trotzdem ganz interessant. Sie guckt wesentlich effektiver als die anderen. Ja, halt viel Zeugs erraten. Und Donkey Kong 64 gibt halt immer direkt 15 Punkte. 5000 Keks mit RuneScape. Nee, ach, selbst wenn du nicht so viel Zeugs erraten würdest, da hast du ja trotzdem mehr Stunden zugeguckt. Irgendeinen Weg, wie das lethal ist? Mehr Monkey Island. Oh, wenn der Torn kriegt, dann komme ich da nicht durch. Okay. Das war's. Yay! Ja. Nee, Torn brauche ich nicht. Und werde ich jetzt voll Bock auf ein Bier oder sowas? Ich habe nichts da. Ich könnte mir Amaretto Cola machen. Witcher, ich guck mal. Nee, das ist nicht Witcher. Das war Far Cry. Dass er den Trade macht. Ich hasse Fritz Melon. Wieso hast du denn dann das da? Sue mag das total gerne.
Ich töte ihn mal lieber. Na, das ist halt von Fritz Cola, die haben ja dann irgendwann angefangen, alles mit dir zu machen. Genau, die machen die Fritzboxen. Wird das ausgelöst, wenn ich mir mit dem Elfenarcher ins Gesicht schieße? Ich glaube, wird es sogar, ne? Es könnte sich sogar lohnen. Ich habe zwei Lesser mit des Spell-Dinger. Ich heb mir den mal noch auf, oder? Ach, Tobe, du bist gemein. Das stimmt beides. Weiß zwar nicht exakt, welches Spiel das ist, aber es ist Smash und es ist Kirby. Ich krieg dir jetzt mal die 10 Punkte. Smash Bros. Wii U wäre die richtige Antwort gewesen, mal wieder. Das geht noch auf 7, ne? Ah, okay. Das klingt echt geil. 0,75 Liter? What? Ach nein, ich hätte mal tappen sollen vorher. Nee, die Fritz-Browser hat mit dem Fritz-Internet nichts zu tun. Ich dachte früher auch, dass der Fritz-Radiosender, ist halt hier so ein Lokalsender Berlin-Brandenburg, dass der was mit den Fritz-Boxen zu tun hat. Oh Mann. Board voll machen oder traden? Wobei ich könnte ihn ja sogar dann weghauen. Hoffen wir, dass er nicht die Sarah Awakens bekommen hat. Die Favoriten werden jetzt auf die Schuhe kotzen. Die haben auf jeden Fall einen Haufen lustige Aktionen gemacht. Es ist halt immer die Frage, erst Tabben oder erst Mortal Coil? Nee, waren wir nicht. Erst später dann kennengelernt. Das ist hier schon auch ein guter Anmarsch, was man bestimmt.
just at Lieber mit mehr rausgehen als auf die Schuhe kotzen. Perfekt. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Sollte das mein neuer Werbeslogan werden? Ah, Dream hat er bekommen. Zum Glück hat er ja nur eine Karte bekommen. Bums! Wem betrügst du denn alles? Smog! Ich würde mal gerne wissen, wie viel Schaden der Volcanosaur schon gemacht hat. 15, 20, 25? Okay. Naja, es hätte zumindest dann nichts passiert. So, hast zweimal bekommen. Lohnt sich vielleicht bei irgendwelchen teureren Sachen. Das ist Warcraft. Und ja, es ist Warcraft 2.
Ja, das war ganz knapp. Du hast nur ganz knapp abgestaubt. Ach, irgendwie doof, wenn man den nicht upgraden kann. Ja, genau, die ist auch in Hearthstone. Zeit für den Tarlurker? Ich glaube ja. Taste my steel! Wenn das jetzt ein Doomguard wäre, ja. Ja, aber das eine Spiel war es schon ganz krass, dass ich beide Spellstones direkt auf Level, aufs höchste Level upgraden konnte. Er sucht schon nach seinen Consecration. Genau. No! Nur heimlich stolz drauf. Pirbel verschenkt aber dann nur Gebrauchte. Den kaputt kriegen wird interessant. Wir haben irgendwie kein Hard Removal, bis auf Doom. Oh Mann. Jetzt könnte ich es aufs höchste upgraden, das reicht aber nicht. Er ist auf 17. Ich lasse die einfach überall rumliegen. Wieso, was gibt's denn bei anderen Streams für Merch? Okay, es wird jetzt ein interessanter Zug. Alles nicht gut genug überlegt. Ah ja. Ach komm. Perfekt, ja, perfekt. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott.
Ja, die hat auch einen. Bam! Ja, ich, meine Entscheidung, mir doch noch Amaretto Cola zu holen, rückt näher. Amaretto O-Saft, dafür fehlt mir der O-Saft. Immer, Alex, immer. Jetzt kommt die Map mit der Chest nicht mehr, stimmt. Kein Glück. Summer Breeze. Apfelkirsch von Wunderfritz. Oh, krass. Ja, Hauptsache es knallt, ne? Was ein geiler Song. Erst vom Stuhl, dann ins Bett. Das war auch Warcraft 2. Aber anscheinend eine Version, die auch bei WoW irgendwie vorkommt. Keine Ahnung. Das klingt ja witzig. Mittlerweile 500 Drop Frames. Ich habe echt keine Ahnung. Also quasi fast 6 komplette, 10 komplette Sekunden mittlerweile. Coin Volcano Song. Es ist Loco Roco. Das hier wird das Wetter-Game. Auf welcher Konsole spielst du das, Tobo? Ich glaube, es ist so ein PSP-Spiel, oder? So ein Knobelspiel, wo man so eine komischen schwarzen Viecher spielt. So ein bisschen wie die, wie hießen die denn?
bei Studio Ghibli, da gab es ja auch diese Pechgeister, Schmutzgeister. Irgendwie so, glaube ich, war das, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist bei mir nur eine ganz, ganz dunkle Erinnerung von lange her. Vielleicht ist es ganz anders. Ich hatte es auch noch mal irgendwo gehört. Eher orange bzw. bunt. Ich guck mal gerade nochmal im Screenshot. Ach, das sieht ja witzig aus. Ja, ich weiß aber sofort, welche Dinger ich meinte. Hier, die Viecher meinte ich. Die Rußmännchen. Noch nie gesehen. Ja, ich glaube, hatte wie alle PSP-exklusiven Spiele jetzt nicht so einen megamäßigen Erfolg. Wobei es schon ein recht bekanntes Spiel ist. Oh, das Spiel habe ich viel gespielt. Auch wenn es nicht besonders gut ist. Ein N64-Rollenspiel. Nee, leider nicht. Also ich fand die PSP ziemlich geil, was aber daran lag, dass ich die halt hauptsächlich für Emulationen von der PlayStation genutzt habe. Und dafür ist es dann extrem gut. Also, wenn du irgendwie Bock hast, weiß ich nicht, Final Fantasy 7 unterwegs zu spielen, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Möglichkeit. Und dafür habe ich es auch echt viel genutzt. Also ich habe Final Fantasy 7, 9 und noch ein paar andere PlayStation exklusive Titel drauf gespielt. Chrono Cross habe ich zum Beispiel drauf durchgespielt. Dafür ist es echt super. Was zockst du auf der Xbox momentan? Ja, der Shooter Shadow Warrior haben wir im Stream schon ein paar Mal angespielt.
Habe ich halt schon auf dem PC, ist aber ein super Spiel. Würde es dann natürlich eher auf dem PC zocken. Nee, der muss sterben. Battlefield bis in FIFA. Nee, das gilt immer so, dass wenn du die Spiele dann, wie halt auch hier, wenn du die dann claimst, dann sind sie für immer deine. Du musst sie halt nur innerhalb der Zeit claimen. Also wie bei, wo wir uns vorhin hier über Twitch unterhalten haben. Twitch Prime. Welches war das N64-RPG? Das hieß Quest 64 in den USA und bei uns hieß es... Oh Gott, das muss ich immer nachschlagen. Das ist bei uns. Kann ich es immer nicht merken. Holy Magic Century. Auch super unbekanntes Spiel, aber auf der auf N64 gab es halt kaum... Rollenspiele. So Japano-Rollenspiele. Ja, was ein Name. Das ist doch recht neu. Naja, es wird auch schon wieder seine 5 Jahre oder so alt sein. Na, ganz so alt wahrscheinlich nicht. ...2013, also es ist schon wieder 5 Jahre alt. Das erste Rollenspiel, oh Mann, ja. Das war halt echt bitter. Ja, als Nintendo 64 Spieler guckte man halt immer ein bisschen neidisch auf sowas wie Final Fantasy 7 oder so. Na, diese Dinger, die sind dann wirklich nur das Wochenende. Hier ist eine Liste, was es alles dauerhaft gibt. Krass, dass wir das noch gewonnen haben. Ja, hatte ich schon nicht mehr mit gerechnet, aber das ist echt diese... Diese Spellstones, die sind echt super. Das ist nicht Malkart. Oh Gott, da kommt niemand drauf. Ich habe das sogar bei irgendeinem Kumpel mal gesehen, dieses Spiel, aber da kann man nicht drauf kommen, glaube ich. Vielleicht kann man 2 Punkte kriegen, weil man irgendeinen Charakter kennt, der in dem Spiel vorkommt. Ich glaube, war ein GBA-Spiel. Und du bist in Mario Kart gar nicht so weit weg, das ist nämlich ein Rennspiel.
Auch wenn jetzt kein so ganz klassisches. Das Spiel ist Banjo Pilot. Und zwar war das halt ein Rennspiel auf dem GBA, was so war wie Diddy Kong Racing. Allerdings halt mit Banjo Kazooie und so. Und man hat ein Flugzeug gespielt. Also so ein Flugzeugrennspiel. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Und das Besondere an dem Spiel war, dass du das mit Bewegungssteuerung gespielt hast. Da war irgendwie Quecksilber in dem Spiel drin oder irgendeine andere Flüssigkeit, die die ganze Zeit hin und her kam. Und ich glaube, weil es Quecksilber war, wurde es auch in Deutschland relativ schnell aus dem Verkehr gezogen oder sowas. Ja, das haben die alles in dem Modul gemacht. Ja, das ist wie bei Steam, Alex. Da gibt es ja auch immer mal ein paar Spiele, die man nur übers Wochenende oder so spielen kann. Es sind jeden Monat 4, die dauerhaft bleiben. 2 Xbox One und 2 Xbox 360. Oh Gott! Wir kommen nicht dran und wir finden auch mal die Spellstones nicht. Okay, er ist aber gezwungen, ein bisschen zu traden. Krasser Kopierschutz, ja, das stimmt. Ja, das hat er einfach so gut gemacht. Ja, aber ich glaube, da haben sich nicht viel Gedanken drum gemacht, weil die Spiele, die per Cartridge verkauft wurden, die wurden ja sowieso kaum kopiert. Oh, wir haben übrigens schon 4. Ich hab's vergessen. Ja, mach doch. Wie das immer so ist, dass man dann nächstes Spiel direkt die Karte kriegt, die man das letzte Spiel die ganze Zeit gesucht hat. Ach krass. Ja, hat schon seine Gründe, warum es das nicht mehr gibt.
Nee, ich will irgendwas haben, mit dem ich auch zuhauen kann. Ah, oh, ich weiß nicht, der Pitlord. Würde aber gerne den Spellstone upgraden. Ja, ich glaube diesen Zug noch nicht. Der goldene Coin. Ach, das ist doch Mist. Brauchen wir gleich Shadow Flame? Mal gucken, vielleicht tradet er auch. Ja, die Frage ist jetzt, sollen wir den erst weghauen? So gut ist Shadow Flame halt jetzt ja auch nicht. Ich glaube, ist schon am besten, oder? Können wir gleich den Violet Wurm spielen? Er hat sich ein Spell für 7 ausgesucht. Okay. Hätte ich was traden sollen? Wenn er jetzt nur Face geht, dann bin ich ziemlich schnell tot. Ja, dabei so Entzündung nicht auch zu den meinen Stellen merken. Nein, er hat wirklich die Freezing Trap gefunden. Ja, ich glaube, er hat gewonnen. Ah.
Ach, sowas Doofes. Ich hab nicht damit gerechnet, dass er wirklich die Freezing Trap hat. Kann ja auch nicht immer vom Worst Case ausgehen. Hätte ich aber auch gar nicht riskieren müssen. Ich hätte auch die anderen Sachen spielen können. Ich habe das nur schon so oft gemacht, dass ich um irgendwelche Fallen rumgespielt habe. Und dann merke ich sechs Züge später, die hat er ja gar nicht. Den Pitlord spiele ich aber nur, wenn ich den Amethyst Spellstone finde und der mich dann quasi den Schaden wieder hochhält. Das war aus Soul Calibur. Ah, das ist eigentlich ganz cool. Yay! Ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Und ich hätte über den Pitlord schon spielen sollen. Go, go, Pitlord! Toto! Ui, 260er Quests. So, und jetzt werde ich mir nebenbei doch mal so ein Cola Amaretto Zeugs holen. Your soul shall be will. Allerdings. Ach, spiele ich den trotzdem? Ah, komm. Besser als nur Tim. Boah. Wie spielt ihr denn so schnell, wenn ich mal ein Getränk holen will? So. Na dann, Prost. Hm.
Genau. Join the guild. We have cookies. We have cookies. Da ist der Spellstone. Hätte aber keinen Unterschied gemacht, wenn ich im ersten Spell Damage gegeben hätte. Wobei doch, ich hätte mich um einen mehr geheilt. Der Beambot. Du bist auf die Auflösung der Musik gespannt. Verdammt. Sekunde. Das war Dead Space. Ich lass es mal gelten, Tobe. Weil ich zu freundlich bin. Ja, und weil es kein anderes Mario Kart gibt, außer bei Mario Kart bei dem ersten. War nicht so cool. Nee, nicht wegen dem. Weil das ja bei manchen Spielen, also zum Beispiel bei einem Mario, ja, da ist es ein Unterschied, ob das ein Super Mario ist oder ein Super Mario World oder ein. Weil es halt da so viele verschiedene Teile gibt. Aber Mario Kart ist trotzdem eindeutig. Ah, ich brauche mal irgendwelche Minions. Genau, je nach Konsole variiert es. Und bei Mario Kart ist es aber so, dass Super Mario Kart eben das erste war, von daher würde ich, wenn es nicht genau spezifiziert ist, einfach immer davon ausgehen, dass es der erste Teil ist. Und dann gibt es da keinen anderen. Hoffen wir, dass er kein Unleash hat. Ja, bei 99% der Spieler hast du jede Menge Zeit, Tobe, die errät keiner. Das wäre cool. Ui. Ja, der richtige Zeitpunkt für Shadow Flame, oder?
So. Genau. Das glaube ich auch, William. Der Hot-Button. Oder du drückst einfach mal alle. Ja, das ist zum Beispiel auch ein relativ bekanntes Lied, aber das kennt halt von euch keiner. Das ist nämlich Sonic. Schnellere Beam-Verbindung. Das dauert trotzdem zu lang, Kaipo. Genau. Und wieder richtig, William. Zirkus 3. Zirkus Tycoon. Es hat was mit Zirkus zu tun. Frage ist, macht das Biest vielleicht mehr Schaden? Könnte Tab uns Lethal geben? Nee, ne? Es ist Aero the Acrobat. Yes! Krass, wir hatten heute noch keinen Run unter 7 Wins und das ist jetzt schon der dritte. Also wir hatten einen 8er, einen 7er. Das steht jetzt schon wieder bei 6. Genau, das kommt quasi auch immer. Ich finde das Ding voll geil. Danke, Alex. Das Spiel haben wir mal angespielt im Stream. Das ist Killer Instinct. Oh Mann, da muss ich so lachen. Es gab mal einen Podcast von den Rocket Beans. Oder damals noch von Game One. Und die durften, die haben über Rare geredet und was die Firma so alles in den Jahren gemacht haben. Und haben die initiierten Spiele aber nicht sagen dürfen. Und haben das dann nur so vor sich hingenuschelt. Da kam aber irgendwann trotzdem dann irgendein Wort raus und haben sie immer dieses Wort gesagt. Und statt Killer Instinct haben sie immer Killermann stinkt gesagt. Und da muss ich seitdem dran denken. Ich überlege gerade, was haben sie denn bei GoldenEye gesagt? Naja, Rare hat ja in seiner Geschichte ziemlich viele indizierte Spiele. Habe ich diesen Podcast schon so oft erwähnt? Der ist aber auch toll. Es ist 17:01. Sorry, Tobe kriegt 2. Und Kalpo kriegt 8.
One shot, one kill. Jetzt hat er jedenfalls genügend Ziele für seinen Ping. No! Was hat er gerade bekommen von dem Viech, was er getradet hat? Er wusste vorher nicht, dass er, Er tradet es rein und es ist dann das perfekte Board für Arcane-Explosionen. Achso, dann ist es auf einmal ganz einfach. Ja. Man muss also nur alle Anno-Teile kennen und alle die klassische Musik kennen und dann die dazugehörigen Zeitepochen zuordnen können. Na, wenn ich das gewusst hätte. Genau. Okay, William, also hören wir demnächst keine Game-Musik mehr, sondern nur noch antike griechische Keramik. Der Song war falsch benannt. Ui, wir haben eine große Heilung bekommen. Türkischer Death Metal. Ja, antike römische Keramik und türkischer Death Metal. Ich finde es generell lustig, wenn hier abwechselnd Musik oder Keramik läuft. Und wir müssen danach raten, was das gerade ist, was das scheppert. Klunk, klunk. Die perfekte Antwort, Tove. Ich weiß nicht, was ich heute zum Mittagessen hatte. Wow. Thank you.
Das Lied ist ganz schön bekannt, aber ich hätte es direkt erstmal mit Castlevania verwechselt. Und ihr werdet nicht drauf kommen. Um euch mal direkt zu ermutigen. Okay, wenn es so weitergeht, killt er sich. Nee, Mega Man ist nicht. Jetzt ist Egg Tracer. Oder Egg Tracer. Und wie ein von allen gefeiertes Spiel damals, und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Tja, wenn es so weitergeht, mildert er sich. Das hätte voll nach hinten losgehen können. Ah, das ist natürlich gemein. Gemeine Kombination. Ja, so geht's mir auch, William. Gut, dass ich ihm nicht vorher die Heilung gegeben habe. Ja, so cool sind die Tage halt dann auch nicht, ne? Da hast du recht, Tobe. Aber es stimmt schon, es gibt Daten, die ein bisschen cooler sind. Wobei man letztendlich, das ist ja dieses Mathe-Astrologie-Gedöns, du kannst aus jeder Zahl irgendwas Cooles machen. Wenn du nur willst. Irgendeinen coolen Spruch. Es ist die Map mit dem Grab, mit dem Schlüssel. Ja, coole Sprüche. Das ist halt in so vielen Videospielen gab es schon so viele lustige Sprüche, dass es sich, finde ich, total übersättigt hat. Da gab es dann so Sachen mit hier, weiß ich nicht, bin gleich wieder da oder. Okay, also jetzt erstmal die Kerze weg. Dass es explodiert.
Sieht man gar nicht, wo man hier ziehen muss, damit es explodiert. Okay. Und jetzt in der Asche, ja? Machen wir gleich weiter. Over. Librarian wäre natürlich gut gewesen, weil ich direkt Endschaden heile, aber ich will mir den eigentlich aufheben für den Spellstone. Und jetzt einfach in der Asche rumdödeln, oder was? Aha! Ein Mimik! Cool, dankeschön! Sag ich noch nicht. Ja, sowas, so ein I told you so. Nehme ich jetzt auch. Ich habe noch den Flame. Mind if I roll need. Ja, mir fällt gerade auch irgendwie nichts Witziges ein. Also alles wie immer. Ja, es schmeckt. RuneScape, ich schau mal gerade. Das ist RuneScape. Ich habe anscheinend sogar den Weihnachtsscreen zum Einloggen. Bestimmt gibt es hier noch mehr Geheimnisse, die hat halt mal nur noch keiner gelüftet. Ach, und das ist, glaube ich, das erste Kartending, was darauf reagiert, wo der Cursor ist, egal ob du dann drückst oder nicht. Das ist sehr cool. Ja, kommt drauf an. Hoffen wir es. Thank you.
Hearthstone wird es immer geben in unseren Herzen. Oder kill ich den? Nee. Bekomme halt nicht so viele Grubs, wenn er den jetzt killt und mein Board voll ist, aber ich meine, dafür liegt ja dann der Rest hier da. Hey, Gewinner! Oh nein, er hat mir den 2-2 geklaut. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Wer es noch längst nicht gewonnen ist, der kann es schon noch drehen. Ich hoffe mal, dass es nicht tut. Weiß nicht, vielleicht ist man auch einfach nur gelassener, Tobe, weil man weiß, dass es schon erledigt ist. Aber ja, ist auf jeden Fall was, wo man ungern mit beschäftigt. Und wo man sich immer denkt, ja, kann ich auch morgen machen. Ja gut, das fällt ja bei mir weg, Tobe. Gut läuft, wir hatten jetzt eine Arena mit 8, eine mit 7 Wins und die hat jetzt auch schon wieder 7. Das heißt, obwohl wir schon so viele Arenen gespielt haben, bisher keine schlechte dabei gewesen. Wer bekommt meine ganzen YouTube-Klicks? Wer bekommt meine Xbox-Erfolge? Das sind die Fragen. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich nur dann interessant, wenn man irgendwas hat, was man vererben will und das vielleicht so und so aufgeteilt haben möchte. Ansonsten ist es ziemlich wurscht. Ja, ist wichtig, Kalpo. An wen geht eigentlich meine Steam-Bibliothek? Genau, meine Hearthstone Collection. Das ist nicht Final Fantasy. Mushroom Power, oh nein, ich hasse Pilze.
Nein. Das ist Secret of Mana. Tja, gehe ich jetzt einfach face? Was mache ich? Ach man, haben wir das jetzt noch verloren? Geile Musik. Zweiter Mensch! Organspendeausweis habe ich, Kalko. Das war's! Wobei ich in keiner Datenbank oder sowas eingetragen bin. Das frage ich mich immer, wenn immer so Zahlen sind. Ja, hier, geht gerade runter, dass die Leute irgendwie Organspender sind und so. Weil in den eingetragenen Karteien sind nur so und so viele Leute, wo ich dann immer denke... Naja, aber viele haben den doch auch einfach nur so im Portemonnaie, oder? Oder wäre es sinnvoller, sich da irgendwo anzumelden, einzutragen? Ja, und selbst wenn... Dann hat man halt irgendjemand das Leben gerettet, auch wenn man den vielleicht nicht leiden kann. Aber ist doch trotzdem besser. Finde ich zumindest. Es geht über Umfang, ob man ihn bei sich trägt. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, da gab es auch wirklich so Zahlen irgendwo mit... Keine Ahnung. Ich hatte halt letztens irgendwas dazu gelesen und da ging es aber dann wirklich auch irgendwie eingetragen und so, und das hat mich noch so geärgert, weil es war irgendwie über ein RBB. Und ich habe aber nirgendwo in den Artikeln gefunden, wo man sich da jetzt übrigens eintragen könnte. Also ich meine, wenn ihr darüber klagt, dass die Leute sich nicht eintragen, dann ist doch direkt mal ein Link, da geht das übrigens. Ja. Ja, ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man da hingeht. Eine Dose mit Wurst. Ah, okay. Das habe ich nicht. Könnte man mal machen.
Was ist denn ein Universalspender? Gruppe 0 ist Universalspender, okay. Okay. Ja, ich merke schon, ich bin der einzige Idiot, der das nicht weiß. Neutrale Karte in Hast und Beam. Moment, wie ist das denn Halo? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt den blauen Chocobo in Final Fantasy 15 reite. Ist das dann ein Universalspend? Ich weiß auch nicht, was meine Blutgruppe ist. Nee, ich bin auch kein Blut. What the fuck? Wie schnell ging das denn jetzt? Nein, ich Idiot, ich hätte vorher angreifen müssen. No! Ah! Zu viel Amaretto. Ja, ich hätte auch vorher angreifen können. Alles zerstört. So kennt man mich. Nix machte richtig. Eine einzige Katastrophe. Genau, heute gibt's Amaretto in Cola. Kein Bier da, leider. Ich hätte lieber Bier. Aber wer Bier will, muss auch vorher einkaufen gehen. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Vielleicht morgen mal wieder Trackmania. Der Gipfel der Dekadenz. Der Supermarkt ist wirklich direkt vor der Haustür. Dass sich liefern lassen wäre Quatsch. Was kriegt er denn für krasse OP-Potions? Hm.
Ach Gott. Das ist RuneScape. Ja, Tabben. Oh Gott. Eigentlich heißt es Verfall. Ah, okay. Ach Gott, wie kriegen wir denn den jetzt noch kaputt? Genau, und statt Klavier zu lernen, lieber über Dekadenz spricht. Das ist einfach gegessen. Ich habe weniger Karten, ich habe weniger HP. Wöhntest ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, ist vorbei. Hey Katra, na wie geht's? Ich habe letztens bei dir reingeguckt und gesehen, dass Kiki wieder aufgetaucht ist und bei dir im Chat war. Der war eine Weile mal Stammzuschauer hier.
Das hängt ja immer bei dir ab. Ja, der lebt noch. Er hat noch drei andere Jobs angenommen und einer davon ist bei Kadra im Chat rumhängen. Anscheinend war er die ganze Zeit am Leben. Wir waren ihm einfach nicht mehr gut genug. Wow! Vielleicht hätte ich die nicht spielen sollen, wenn ich keinen Spellstone gerade in der Hand habe. Vielleicht hätte ich lieber Chemist nehmen sollen. Oh Gott, gehe ich Face? Der Trade ist so gut, aber sein AOE ist dann auch so gut. Ich muss ihn jetzt aber traden, oder? In Diamantliga? Krass. Chat is going so fast. Erstmal gar nicht gewohnt, oder? Mehr als zwei Zuschauer ist das schon. Ja, das Wasser war kühler als 0 Grad. Und in Russland testet man Keyboards, indem man damit einen Kürbis zerhaut. Ich glaube, das haben wir leider schon verloren.
Nein, ich wollte ihn noch mit Elfen Archer killen, aber es geht jetzt nicht mehr, weil der Spot faul ist. Ach, das ging schnell. Das ging jetzt zu schnell, schade. Zwei Spiele mal richtig schlecht gezogen. 175, aber der Loot hat an Gold ist geil. Den sehen wir wahrscheinlich jetzt häufiger. Das ist Serious Sam. Gib dir mal 5 und das ist Serious Sam 3. Und da wir über 11.000 Gold sind, werden wir jetzt nochmal 10 Packs kaufen. Wo war das? Ja. Yay! Oh, die ist schick in Gold. Das Pack war nix. Na, immerhin. Eine zweite Goldene. Epic, epic! Ui! Naja, zumindest der wird dann nun wieder gespielt. Ah, na geht doch. Temporus, endlich! Den wollte ich die ganze Zeit schon spielen. Allerdings. Das war auch nix. Drei Packs sind's noch. Nix. Noch zwei. Nix. Und das letzte Pack. No. Aber sehr geil. Noch eine Legendary. Cool. Das hat sich mal gelohnt.